Und der beste Österreicher am heutigen Tage auf Platz 2. Jetzt beginnen die besten 8 und darunter sind 4 Österreicher. Und gleich der erste ist Kilian Albrecht aus Vorarlberg. Der hat 22 Hundertstel Vorsprung auf den führenden Mölk. Und drückt man ihm wirklich die Daumen. Er braucht dringend ein gutes Resultat. Ja, oben nicht so angefangen. Nicht so angefangen wie am ersten Lauf, da auch wieder. Das ist jetzt dieser Holzlein. Kim, durchkämpfen, geht noch. Ah, der nicht den richtigen Rhythmus erwischt. Weit, 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 weit. Kim Kili. Geht noch, es geht noch. Jetzt muss es erwischen. Da ist er wunderbar gefahren. Am Mittelteil. Dann hat er im ersten Lauf auch gut erwischt. Ah, zweit. Aber es geht noch. Geht noch. Kim. Unter 1,19 müsste es bleiben. Es geht noch. Geht gerade noch. 1,18,96. Aber 5 Zehntel Rückstand ist trotzdem schon viel. Vidal hat 4 Zehntel Rückstand als Gesamtachter. Kilian Albrecht, aber durchkommt er wenigstens, wie es ausschaut. Verschrei hoffentlich nichts. Letztes Tor und durch. 9. Platz. Kilian Albrecht, 1,32,91. Unten noch 700 aufgeholt. Zweite Tor einfach nicht richtig erwischt. Aber er ist spät erst in Fahrt gekommen. Erst unten war er dann bisher der schnellste. Schau, erst 9. Das zweite Tor oben einfach. Das ist wie immer, das im Slalom ist. Stockeinsatz vom Start aus, dann einen zweiten Nummer, dann müsste es im Rhythmus sein. Und er hat einfach den ersten Schwung nicht richtig erwischt, haben den zweiten leicht dagegen setzen müssen. Und somit hat er irgendwo das Gefühl gesucht bis zur Zwischenzeit und dann ist er erst richtig dahingegangen mit ihm. Schade. So, er kann vorne bleiben. Manfred Mölk, Kilian Albrecht also 9. Mölk vor Bouchard und Reich. Vorsprung auf Mölk, relativ groß, 41 Hundertstel Sekunden. Der Weltmeister von St. Anton 2001, gerade vor der Weltmeisterschaft, wieder in toller Form. Ja, ganz verbissen, jawohl. Nur nicht hinten oben sitzen, das darf er nicht da. Aber bis jetzt schaut es sehr gut aus. Wunderbar. Übergang einer sehr gut gefahren. Jawohl, das gefällt mir. Könnte eine niedere Viererzeit werden. Jawohl, 1,04,39. Gut, schön ruhig ausgeglichen, jawohl. Gewaltig ausgebaut den Vorsprung um 4 Zehntel, die er dazu gewonnen hat. Super. Gut. Und jetzt 1,17,78. 6 Zehntel Vorsprung für den unteren Teil. Jawohl, jetzt nicht hinter ihnen sitzen. Jawohl, super. 1,29. Bravo Mario, das ist ein guter Lauf. Eine 1,31er Zeit. Jawohl, 1,31,63. Klare Führung. Und 46,71, fast an die Laufbestzeit herangekommen. Mario Matt hat tatsächlich vorgelegt. Und zwar viel für die anderen, die noch oben sind. Denn 1,31,63 und ein Vorsprung von 79 Hundertstel Sekunden auf Manfred Mölk. Das eröffnet natürlich jetzt ganz andere Perspektiven und Dimensionen für die 5, die noch oben sind. Für mich ein unglaublich sicherer Lauf von Mario. Also ich glaube, die Form stimmt von ihm. Mario Matt. Schau, wieder ganz schön mit Oberkörper ruhig. Unten außer schön tief. Schön breite Skistellung. Ähnlich wie der Pranger. Pranger vielleicht nur ein bisschen breiter. Vor 5 Jahren hat er hier schon gewonnen. Mario auch schon ein bisschen schmäler war. Aber jetzt geht er wieder ein bisschen auseinander. Kommt man vier und das ist die Reaktion von Respekt vor Manfred Mölk. Absolut. Aber das ist ein super Zeitgewinn. Bravo. Da hat jetzt der Mario das Seine dazu beigetragen. Vielleicht sogar ein Platz am Podest. Bei den knappen Zeitabständen der übrigen ist das durchaus denkbar. Ivica Kostelic. Jetzt wieder vom Stil her ganz anderer Typ. Zum Unterschied zu Mario. Aber nur einen Wimpernschlag Vorsprung. Von Zeit her Hundertstel. Eine Hundertstel. Und der war einer, der die schnellste Zeit gehabt hat im unteren Teil im ersten Lauf. Oberen Teil mit Reserve gefahren. Bei ihm schaut das so leicht, so spielerisch aus. Leicht schaut das aus. Erste Zwischenzeit, pass auf. Knapp, 2, knapp, 3, knapp, 1, knapp, 0, knapp, 4, knapp. 40. Gut, das 200 sind verloren. Okay, das sagt noch nichts. Das sagt wirklich nichts. Das habe ich gesehen. Hansi, jetzt wird schon jetzt, wichtiger. Ja. Bleibt da unter 1,18 auch. Tief, besser der Bursche. Schau. Nein, 1,18, 17 und das ist schon viel jetzt. 14. Auch da. Aber jetzt spürt es wieder. Jetzt zieht es wieder ins Ziel rein. Ah, ist ein Kämpfer, das ist ein Hundling, der Kostelic. Schau, 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 schau. Holt er nicht auf. 1,31,75. 1,31,75. Wieder der schnellste Mann unten, hat wieder 27 Hundertstel im unteren Teil aufgeholt, bleibt aber hinter Mario Matt.
Ivica Kostelic mit einer Laufzeit von 46,84. Matva Kostelic, Mölk, Bourgeois, Benny Reich, 5. 6. Lars und 7. Vogel, 8. Thaler, 9. Ligeti und 10. Den Schwung hat er verhaut, oder? Da hat er verjockt ein bisschen. Oberkörper zu weit vorne, es kriegt das ganze Gewicht auf die Schaufel vorne auf. Zwei Schwünge verhaut gehabt und das ist gleich halt die Zeit. Aber nächsten Schwung war es jetzt wieder fantastisch. Das war eng, aber du bleibst vorne. 1200stel bleibt da vorne. Grandy. Aber auch Kostelic hat sich für die Weltmeisterschaft deutlich in Szene gesetzt. Auch er ist ein Medaillenanwärter in Bormir wie Matt. Und wie die, die noch oben sind. Ja, Grandy, Hallander, Schönfelder, Pranger. So, jetzt kommt Tom Grandy. Voriges Jahr 2. hier am Ganzlernhang. Ja. Das war voriges Jahr eine richtige Sensation. Heuer ist es keine mehr nach seinen Riesendurlaufsieg in Alta Badia und Flachau. Er hat 600stel Vorsprung. Wird auch einen ganz anderen Stil als der Mario. Er fährt so einen schönen, runden, ruhigen. Immer ein bisschen, ich würde gerne vergleichen mit Mike von Grünigen. So ein Linienfahrer. Obwohl er da jetzt auch ein bisschen spät dran war. Nicht ideal gefahren, die Kurven da. Bei der Zwischenzeit wirkt sich aus, aber noch nicht allzu arg. Der Mittelteil entscheidet heute eindeutig. Und ja, verloren. 1:18:18, eine Hundertstel hinter Kostelic. Rückstand 4/10 auf Mario Matt und 4/10 unten aufholen. Das ist fast nicht möglich. Auch zu spitz, gefahren. Obwohl, da zirkeln wieder unheimlich rum, der Lauser, das ist ja Wahnsinn. Und 3. Platz. 1:32:16 für Dom Grandy gibt es ein gutes Resultat, aber am Podest wird für ihn wahrscheinlich kein Platz sein. Matt vor Kostelic und Grandy. Oben aber noch Pallander, Schönfelder und Pranger. Ja, du. Halb und halb zufrieden. Halbe Sekunde Rückstand. Ballander wird heute heiß. Also den habe ich gesehen in Westendorf im 2. Lauf. Da hat er mir enorm gefahren. So wie letztes Jahr, muss ich sagen. So, erster Lauf heute den großen Fehler gehabt. Und dann aber ganz stark gefahren im unteren Teil. So, Kalle Ballander hat zweimal gewonnen. 2004, 2003. Er möchte den Hattrick. Aber wir wollen auch den Sieg, wir Österreicher. Natürlich, er hofft auf einen Podestplatz. Mario Matt, Schönfelder und Pranger sind noch oben. Aber wenn es der Pallander schafft, dann sei auch ihm herzlich gratuliert. Gar keine Frage. Einer der besten Läufer der letzten Jahre. 8 Slalom-Weltcup-Siege bereits. Aber heuer fährt er dem ersten Erfolg noch hinterher. 1/10 Vorsprung für Kalle Pallander. Wenn er so Summe da bringt wie in Westendorf, dann geht's gut. Aber es ist natürlich, das Erfolgserlebnis von ihm noch nicht da. Aber er kann diesen kurzen, brutalen Schwung schon gut fahren. Da zieht keiner einer. Und das ist halt die Gefahr, wenn er so einen schönen Schwung fährt, dass er noch zu weit aus dem fährt und dann ist er schon hinten. Zwischenzeit für Pallander, ja. 1:04:69. Das ist das viel das ist verloren. Die Gefahr. Und wenn der Kalle Pallander hinter Mario Matt bleibt, dann gibt es heute auf alle Fälle einen österreichischen Erfolg. Das ist ja eine dicke Gefahr. Wenn du die Sicherheit nicht hast, kannst du Pallander hassen, kannst du Bodi Miller hassen. Ja, und jetzt ist es klar. Der Sieger kommt aus Österreich. Matt, Schönfelder oder Pranger? Die Frage ist noch offen. Es ist unglaublich. Also der Unterschied von Donnerstag auf heute im 2. Lauf, unglaublich. Es funktioniert nicht. Ja, und nur 1:33:03, weit zurückgefallen. Der Zweifachsieger von Kitzbühel. Heute wahrscheinlich nicht einmal unter den Besten. 15 mit 48,21, den 2. Lauf völlig verpatzt. Der finnische Doppelsieger von Kitzbühel. Ja, damit Mario Matt bereits am Podest. Österreich wird diesen Slalom gewinnen. Wir können einen Zweifacherfolg haben. Vielleicht auch einen Dreifacherfolg. Alles ist noch möglich. Ja, da fährt der Zug gerade rein. Das war für mich ein Vorfehler. Das kann aufgehen von 10-mal einmal, dass er den Schwung so da fahren kann, aber da versetzt er, schau, ist er unten. Wenn es da läuft, dann kannst du diese Linie durchziehen. Aber eben, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. So, der erste Sieger von Kitzbühel heute heißt einmal Mario Matt. Denn der ist von Platz 6 auf alle Fälle aufs Podest gefahren. Und er hat das, was wir noch ausgedrückt haben, tatsächlich eingehalten. Und da freut sich ein Toni Giger, denn er weiß, der Sieg ist sicher. Aber wer ist vorne? Und der Mario hat tatsächlich vorgelegt. Da sind die beiden. Pranger im zweiten Häuschen. Vorne Rainer Schönfelder Vorsprung, minimal 1200. Robert, der ist natürlich heiß. So eine Kulisse, das braucht er.
Wenn er den Rhythmus da findet, gleich da oben. Wenn er es selber gespürt, wenn er es jetzt gespürt, dann geht es der Hieber. Ein Mann der Showbühne, nicht nur auf der schön Piste, sondern auch in der Musikszene, der weiß. Jawohl, fein war das. Wie man es vor den Zusehern richtig macht. So, Schönfeller gegen Matt. Zwischenzeit sagt momentan Matt super vorne. Super vorne. 500. ist nichts. Allerdings da hat er leicht einen Hartler gehabt. Zeit gekostet ja haben. Nächste Zwischenzeit. Wer ist vorne? Kostet. Aber wieder immer noch knapp. Immer noch knapp. 1400. Der Abstand zwischen Matt und Schönfelder. Und jetzt muss es da. Jetzt muss es machen. Da oben. Matt bankt um seine fest Führung. Kim. Schönfelder holst auf seine Führung. Kim. Und mit 1,31,84 rutscht dahinter Kostelic zurück. Und das heißt, Matt ist schlechtestenfalls Zweiter. Kostelic am Podest. Schönfelder derzeit Dritter. Vierter Grendi und Fünfter Möll. So, und jetzt drückt man wirklich an Manfred, dass es einmal Ohr bringt. Ja, hat ja schon so oft ja Laufbestzeit gehabt in einem der Durchgänge, ein paar Mal geführt nach dem ersten und es bisher noch nie tatsächlich geschafft, dann zu gewinnen. Und das sind die Probleme von Rainer Schönfelder in diesem zweiten Durchgang, die ihm am Schluss nicht viel gekostet haben. Aber 3 Zehntel hat er eben knappe verloren auf den führenden Mario Matt. Ja, also unglaublich knappe Sache. Mario ist wirklich von oben bis unten ganz einen ruhigen, konzentrierten, guten Lauf. Muss man echt sagen. Sein bestes Bravo, Saisonresultat ist damit bereits klar für Mario Matt. Aber die große Frage, wird es für den Mario Matt der erste Sieg seit Espen 2001? Ja, aber kannst du dir jetzt ungefähr vorstellen, der Druck da am Start um das Warten, dass du das Freizeichen kriegst, dass du rauskommst. Lass mich endlich raus, ja, wird der Manfred Pranger sagen. Hanik am Umsteh, du siehst uns die Massen. Schwitz in Tirol. Stimmt, die bleib locker. Na geht's. So, Kostelic. Bleib locker. Sie warten auf Pranger. 6 Zehntel sein Vorsprung auf Mario Matt. Also, 2 Tage vor seinem 27. Geburtstag. Manfred Pranger. Es ist nicht mehr so locker, aber ein bisschen dosierter, aber es sind immer noch 3500. Aber die Hälfte ist verbraucht. Die Hälfte, Hansi, ist verbraucht vom Guthaben. Ja. Auch da bremst den Hipscheiner. So, nächste Zwischenzeit, 16. Es geht noch. So, jetzt sind es aber nur noch 1200 für unten. Au, auch da weit. Es wäre knapp. Die Chance, Mani, auf einen ersten möglichen Jetzt geht Sieg. Er wieder, jetzt läuft er noch. Gib. Der Sieger heißt Pranger. Aber Mandi. Jawohl, Mani Pranger gewinnt seinen ersten Weltcup-Slalom. Mit 10 besten Ausgleichen. Eisernen ersten am Schluss bewiesen. Noch einmal zusetzen können. Und 1,31,51. 1200. Vorsprung. Gratulation. Er hat diesen Sieg längst verdient. Sieger Manfred Pranger, 2. Mario Matt, 3. Ivica Kostelic, 4. Rainer Schönfelder, 3 Österreicher unter den ersten 4. Großartiger Triumph für Rot-Weiß-Rot. 5. Krenti, 6. Mölk, 7. Bouchard, toller 8. noch Benny Reich, 9. Larsen und 10. Vogel. Da höre ich einen Storm fallen jetzt, da bist du her, du. Ein Felsbrocken. Ein Felsbrocken. Ist da jetzt so, bravo Mandi. Also unter, aber hast du gemerkt, im Mittelteil, da war er verkrampft. Da hast du richtig gemerkt, wie er gekämpft hat. Aber das gehört zu seiner Vorweise dazu. Und unten aber ist irgendwie wieder ins Fahren gekommen, irgendwie diese Lockerheit erwischt. Kann man sagen, bravo Mandi, endlich hast du es durchgezogen. Der 6. in diesem Winter, der erstmals in seiner Karriere ein Rennen gewinnt, ist Manfred Pranger in seinem Manfred Pranger 39. Weltcup-Slalom.